Also 20 Jahre irgendwie einfach einsteigen und dabei sein, wenn es so einfach wäre, dann wäre es ja wunderschön. Aber es ist halt alles im Wandel. Und deshalb muss man es regelmäßig überprüfen. Man muss das nicht jeden Tag von links auf rechts drehen. Vielleicht tatsächlich auch besser nur zweimal im Jahr drüber nachdenken und den Rest dazwischen laufen lassen. Ist ja auch eine Frage, wie viel Zeit man da rein investieren will. Und da kommen wir jetzt mit Zuschauerfrage Nummer 4, auch noch ein spannender Bereich. Wenn ich von einem vermeintlichen Value-Wert oder Blue-Chip überzeugt bin, wieso nicht einfach ohne Stop-Loss, passend zur Frage Nummer 1, einfach 20 Jahre Dividenden kassieren, gegebenenfalls Blitz mitnehmen und im besten Fall langfristig vom allgemeinen Wirtschaftswachstum profitieren? Langfristig vermeintlich die deutlich konservativere Strategie oder wie seht ihr das? Vor allem hat man dann auch nicht das Problem wie Jay und sitzt auf zu viel Cash. Also die Frage relativ simpel. Also wenn ich meine Hausarbeiten gemacht habe und jetzt finde ich halt tatsächlich also ein absolutes Goldstück an Unternehmen, jetzt hier mit Value-Wert oder Blue-Chip beschrieben, also halt quasi schon wirklich, also die ganz großen Mega-Cap-Konzerne, die natürlich auch einen gewissen Anteil vom Markt halt haben, da jetzt eine relativ starke Position haben, dementsprechend auch gute Dividendenzahler sind, weil die haben ja schon ein funktionierendes Geschäftsmodell. Und wieso sage ich da nicht einfach, okay, die halte ich jetzt halt einfach für einen enorm langen Zeitraum und Wirtschaftswachstum, die sind clever genug, als dass sie sich jetzt auch gut positionieren, je nachdem, in welche Richtung sich unsere Wirtschaft entwickelt. Und lass das Ganze dann jetzt halt ohne die ganzen Worte der Warnung, die wir am Anfang dieser Folge jetzt formuliert haben, lass es da halt einfach liegen. Und geh so natürlich halt auch diese Problematik, also das eine gewisse Analogie zur Frage Nummer 1 aus dem Weg, was, wenn ich da halt ausgestoppt werde und im schlimmsten Fall halt diese Cash-Position habe und mir dann die Frage stellen muss, was mache ich jetzt damit? Herr Strelo, als einziger noch anwesender Protagonist von Börsenbunch, was sagen Sie denn jetzt dazu? Das 20 Jahre ist eine lange Zeit. Und die Frage ist ja, hey, was ist denn in 20 Jahren? Also ich mache jetzt auch mal gerne den Tino, weil er gerade nicht da ist. Wir wissen also, halt nicht. Kommt aber vor, was, ja. Ich mache gerade deinen Spruch, Tino. Ja. Wir wissen halt nicht, was in 20 Jahren irgendwie wertvolle Unternehmen sind. Also ich habe mal versucht, zurückzuschauen und du hattest ja vorhin Cisco Systems mal genannt, ne? Riesenhütte, Netzwerkausrüster. Als das Internet laufen lernte, war Cisco Hardware das Zeug. Ja. Hat auch reiche Leute produziert. Oracle auch hier. Ne? Das waren damals Top-Unternehmen. Oder wenn du noch weiter zurückgehst, halt IBM in den 90er Jahren. Ja, wertvollstes Unternehmen bei IBM. Dann kommen die Öl-Multis. Das waren die wertvollsten Unternehmen. Und wenn du 20 Jahre dann dabei bleibst, dann hast du vielleicht tatsächlich auch einen konsequenten Cashflow. Aber deine Bewertung, also kursgewichtet, das wird runtergehen in irgendeiner Form. Also 20 Jahre irgendwie einfach einsteigen und dabei sein, wenn es so einfach wäre, dann wäre es ja wunderschön. Aber es ist halt alles im Wandel und deshalb muss man es regelmäßig überprüfen. Man muss das nicht jeden Tag von links auf rechts drehen. Vielleicht tatsächlich auch besser nur zweimal im Jahr drüber nachdenken und den Rest dazwischen laufen lassen. Ist ja auch eine Frage, wie viel Zeit man da rein investieren will. Aber davon auszugehen, dass es halt ewig so bleibt, ist definitiv falsch. Und deshalb, wenn man sowas machen will, dann über ETFs, weil damit wechselt die Gewichtung der einzelnen Unternehmen automatisch, ganz ohne mein Zutun. Und dann habe ich halt auch immer die Gewinner dabei und die nicht so gut laufen, die werden halt sukzessive runtergestuft in den Anteilen. Nichts anderes als ein Rebalancing übrigens. Genau. Und dann kann man es so machen und auch so laufen lassen. Aber nur zu sagen, wir hatten es gerade jetzt hier mit Meta, früher Facebook, das ist es und dabei bleibe ich. Nee, geht, glaube ich, nicht auf. Ja.
Würde ich auch so sehen. Jetzt könnte man noch die Einschränkung mit, also wenn jemand unbedingt Einzelwerte haben will und diese Herangehensweise bei Einzelwerten anwenden will, ja, wir können uns noch so sehr im Metaverse beschäftigen. Wir müssen natürlich essen. Wir brauchen wahrscheinlich medizinische Versorgung. Wir brauchen wahrscheinlich, weil wir alle so sicherheitsbedürftig sind, Versicherungen. Und wir müssen irgendwo wohnen, physisch wohnen. Das könnten jetzt die Branchen sein, wo man sagen könnte, yo, da gehe ich rein. Aber auch hier ist es mit Einzelwerten so schwierig, weil was heute eine Allianz ist, nun sind die schon wahrscheinlich über 100 Jahre alt oder so, aber es ist eben auch schwer. Eine Allianz ist so eine Hassliebe auch bei mir. Deswegen gucke ich sie auch immer an bis heute und bin immer im Bilde, wo es gerade läuft, also wo die gerade steht. Ich hatte eine Allianz 10 Jahre lang im Depot und dann habe ich sie verkauft und bin, was den Kurs angeht, plus minus null raus. Ich habe eigentlich 10 Jahre lang bin ich nur im Minus rumgelaufen und ich war so zermürbt. Ich hatte vielleicht auch damals nicht das, die Geduld, wie ich sie heute habe oder also etwas mehr Geduld habe als damals. Und da habe ich Dividenden kassiert und ansonsten war ich froh, Ankereffekt. Ich bin an meinen Entry-Punkt gekommen und habe sie rausgehauen und die Dividenden hatte ich dann eben die 10 Jahre kassiert. Und ich habe sie nicht weitergehalten. Es ist ja auch eine psychologische Hürde, die wir da übernehmen. Im Nachhinein sieht es einfach so aus wie, naja, warum hast du die nicht weitergehalten? Das sagt sich dann so leicht. Aber während man in so einem Investment drin ist, ein Investment, was heute vollkommen sicher aussieht, heute eine Nestlé zu kaufen, das fühlt sich irgendwie vollkommen logisch an, weil die stellen Essen her und so weiter und das kann doch gar nicht schiefgehen. Aber wer will denn das wissen, ob das in 20 Jahren überhaupt noch erlaubt ist, was die machen? Ob es nicht reguliert ist? Ob es nicht Preisvorschriften gibt, wie es sie in den sozialistischen Ländern zum Beispiel gab? Da wurde vorgeschrieben, was ein Lebensmittel, ein Grundnahrungsmittel zu kosten hat. Genauso wie Mieten zum Beispiel. Da wäre man im Bereich Immobilien. Auch dort kann es doch sein, dass wir irgendwann so totreguliert werden, dass man kein Blumentopf mehr gewinnt mit einer Immobilienaktie, mit einer Vonovia, mit dem Immobilien-ETF womöglich schon, weil da fliegt dann eben irgendwas raus und was anderes kommt dafür rein oder es wird irgendwie anders ausgerichtet. Und deswegen, Einzelwerte ist wirklich schwierig. Die kann man unter Umständen durch Zufall 20 Jahre halten, weil man dann eben eine gute Phase erwischt hat. Aber man sollte sie immer beobachten und nicht einfach sagen, ich weiß genau, was heute in 20 Jahren sein wird und deswegen treffe ich heute die Entscheidung und kaufe diese Aktie. Das wäre anmaßend, das zu denken. Aber also ich hätte jetzt, also bei dieser Frage, das ist ja also durchzogen von diesem Costigliani-Spruch, kauf Aktien, nimm Schlaftabletten, wach in 30 Jahren auf und sei reich. Zu der Zeit, völlig legitim. Zu der Zeit, als Costolani unterwegs war, waren die Bewegungen länger. Definitiv. Ja, aber von der Idee her ist es natürlich, also quasi ist das halt eine grobe Simplifizierung von dem, was halt eigentlich da passiert. Also ich meine, klar, von mir aus gerne. Also in der Zeit, in der es damals passiert ist, da gab es ein gewisses, ja, also Kontingent oder Konsistenz, wo man halt sagen würde, okay, also das Unternehmen, das funktioniert sehr gut. Aber ich meine, da. Und ich meine, das wird ja auch hier in diesen Memos von Howard Marks halt immer wunderbar dargestellt, diese sogenannten Nifty 50, ja, die es da irgendwann in den 70er Jahren mal gegeben haben muss. Also da war die Welt sich einig, okay, also es gibt halt Unternehmen, die sind die absolute Krönung der Schöpfung. Und da waren die, also jetzt von euch hier beschriebenen, nur IBM war natürlich dabei, sowas wie Xerox. Weiß noch irgendjemand von unseren Zuschauern, was Xerox gewesen ist? Die haben Kopierer hergestellt für so Großbüros. Und das waren absolutes Ding und die Leute, denen war halt einfach klar, also für den Rest unseres Lebens werden wir halt quasi alles, also das Geschäft kann nur so rund laufen, wenn wir alles auf Xerox-Kopierern kopieren. Ja. So, und jetzt heutzutage sind wir an so einem Punkt, da verschicken wir uns das via E-Mail und keiner weiß mehr, was das ist. So, und also wenn du da, und das hat er irgendwann mal wunderbar vorgerechnet, also wenn du da irgendwie über einen Zeitraum von 20 Jahren halt nur in diesen 50 drin gewesen bist, da hättest du 95% deines Kapitals verloren, wenn du halt einfach konsequent eingestiegen wärst auf dieses Mantra, da kann überhaupt nichts passieren, weil die Welt wird halt für immer so aussehen, wie sie just in diesem Moment aussieht.
Und das ist ganz wichtig zu verstehen, das hat sich enorm beschleunigt. Also es gibt absolut keine Garantie dafür, dass Amazon dir morgen dein Paket liefert und dass du morgen noch bei Google suchst. Das könnte also schon, ja, nicht morgen, aber es könnte in 10 Jahren schon also komplett anders sein. Dass irgendwie, was weiß ich, ein neuer Konzern kommt, der liest meine Gedanken und macht die Google-Suche noch, bevor ich mir überhaupt die Frage stelle, was suche ich da überhaupt? Und vielleicht brauche ich das Paket auch gar nicht mehr zugestellt bekommen, weil ich das alles im Metaverse kaufe. Also das geht jetzt schneller. Und deshalb ist halt diese Agilität, die halt heutzutage von so einem Investor gefragt ist, das ist mehr, die jetzt auf dich zukommt. Und es ist halt nicht mehr so wie vor 50 Jahren, wo du dich halt zurücklehnen kannst und dir denkst, naja, ich kaufe halt jetzt meine. Und natürlich gibt es auch Beispiele, wie zum Beispiel eine Coca-Cola-Aktie. Wenn du die damals gekauft hättest, würdest du heute immer noch lachen. Da funktioniert das mit den Dividenden. Aber die sind halt nicht repräsentativ, vor allem nicht für jemanden, der sich jetzt gerade denkt, oh, ich gucke einfach diese Tabelle Dividendenadel, kaufe jetzt da die Top 10 Unternehmen, die halt am laufenden Band Dividenden erhöhen. Weil die Garantie ist halt einfach nicht mehr da, dass die halt in 10 Jahren noch Dividenden zahlen, weil es keine Garantie mehr gibt, dass es die in 10 Jahren überhaupt noch als Konzern gibt. Ja. Und das ist halt dieses Riesenplädoyer für ETFs, dass der halt einfach diese Arbeit für dich macht, bis dato. Und da würde ich also grundsätzlich immer mit einem Großteil von meinem von dem Geld, was ich am Markt habe, mir diesen Luxus zugute machen. Weil also ich meine, wieso sollte ich mir die Mühe machen, mir den Kopf darüber zu zerbrechen, ob Amazon mir morgen noch ein Paket verkaufen kann? Ja. Ne? Soll der ETF das machen und ich lehne mich zurück mit einer kleinen Marge, mit der ich spekuliere, bin aber natürlich halt also mit dem Planungshorizont auf 1 Jahr, 2 Jahre, maximal 5 Jahre. Also ich glaube, bis auf 20 Jahre würde ich gerade gar nicht mehr hochgehen. Ja, richtig. Und es ist, ich habe das auch kurz in meinem Blogartikel erwähnt, dass jetzt ist das, Mensch, ich muss mir hier Notizen machen. Sorry, tut mir leid, vielleicht kommt das gleich wieder. Nachreichen wir immer, aber sonst, also von der Idee, also jetzt einfach nur, um diese Frage jetzt nochmal einen Strich drunter zu ziehen, ist, ich glaube, ja, natürlich kann das funktionieren. Aber das ist halt genau eigentlich so ein Tino-Ding, halt mit einem Blick nach hinten. Also ist halt Rückspiegel. Ne? Und selbstverständlich gibt es Aktien, die guckst du dir heute an und halt so ein paar, natürlich, na ja, und die Coca-Cola habe ich schon immer. Weil dir natürlich auch niemand sagen wird, na, die Xerox habe ich seit 15 Jahren nicht mehr, obwohl du die vor 20 Jahren mit der gleichen Intention gekauft hast. Ah, die Coca-Cola und die Xerox, die halte ich, bis in den Ruhestand. Nur, dass der eine halt jetzt ja immer noch, also ja, du Limonade verkaufen kann, während der andere halt einfach seinen Markt verloren hat. Und das ist halt genau dieses, wir sehen die Welt halt nur so, wie wir sie sehen möchten und halt auch gerade, und das ist das Furchtbare an dieser herrlichen Finanzwelt, ist, die Leute erzählen dir immer nur das, was gut funktioniert hat. Keiner von den alten Hasen wird dir sagen, wie er damals seine ganze Kohle verloren hat mit irgendeinem Unternehmen, von dem du jetzt nicht mehr weißt, dass das jemals gegeben hat. Aber der wird 2000 auch da gestanden haben und sich gesagt haben, boah, meine Nokia, dass die Telefone Communicator. Ja, und das ist dann, das ist, ah ja, na, Nokia weiß ich gar nicht, habe vielleicht mal irgendwann mal eine kleine Position besessen. Ja, also ich glaube, da kann man wirklich guten Gewissens sagen, also ich glaube, Zeitraum 20 Jahre, das ist einfach andere Zeiten, in denen wir leben. Und es ist halt einfach, also Innovation wirklich nicht zu unterschätzen. Und das, da muss man sich als Anleger einfach anpassen.